Der Zauberlehrling von Johann Wolfgang Goethe. Ja, der gute alte Goethe, der brachte viele schon in Nöte. Ob Zauberlehrling, Erlenkönig, muss man's lernen, ist's nicht wenig. Da schrieb der Goethe gute Sachen, zum Denken, Grübeln und zum Lachen. Auch der Lehrling mit dem Besen, zeigt immer mehr des Menschen Wesen. Nichts ahnt er von Fukushima, noch wusste er was von unserem Klima. Doch Goethe zeigt uns, liebes Kind, wie überheblich Menschen sind. Und er sagt uns, ruft ihr die Geister, dann seid